Hallo liebe Rahmenfreaks, herzlich willkommen zu einem kurzen Video zum Thema Programmierung meiner Bewässerungsanlage. Im ersten Teil habe ich euch ja ausführlich meine Bewässerungsanlage vorgestellt. Ja, es ist nun mal eine Gardena-Anlage und Gardena hat nicht nur Vorteile, das habe ich auch im letzten Video gesagt. Manche haben ziemlich gemeckert, dass ich so viel über Gardena rede. Ich habe aber Gardena und deswegen berichte ich über Gardena. Und die Hunter-Sprenger, die ich jetzt auch schon eingebaut habe, die sind auch richtig gut. Und es gibt sicherlich auch Alternativen. Macht euch schlau, schaut euch im Internet um, schaut euch bei YouTube um. Da gibt es noch andere, die tolle Videos machen. Und ja, aber ich kann jetzt mal nicht von Gardena weg. Da würde ich, glaube ich, dann ziemlich viel Geld ausgeben, wenn ich von Gardena weg wollte. Gut, die Sprenger werde ich nach und nach ersetzen, das ist kein Thema, aber sonst so die Grundsachen, also die Rohre und auch diese Rohrverbinder, die sind eigentlich, finde ich, ganz gut. Yeah! Ja, dieses Programmieren der einzelnen Steuereinheiten ist natürlich mühselig. Da wäre eine zentrale Programmiereinheit, eine zentrale Steuereinheit, auch am besten noch über eine App zu steuern, richtig genial. Da will ich mich auch noch mal ein bisschen schlau machen, ob man nicht dann doch noch was umbauen kann. Ja, mal gucken. Das wäre natürlich richtig cool, wenn man das ganz schnell und einfach ändern kann, das Bewässerungsprogramm. Ich muss jetzt hier aufwendig mir diese ganzen Einheiten hier aus den Boxen holen und jede einzelne Einheit programmieren. Gut, relativ einfach. Schon gemacht hier. Man nimmt so eine Einheit, steckt die hier drauf und dann kann man hier bis zu 6 Programme programmieren. Das ist relativ einfach. Man ist ein bisschen viel Drückerei, finde ich. Aber gut, man gewöhnt sich daran. Man kann 24 Stunden, 7 Tage die Woche programmieren oder man kann auch so Regelrunden programmieren, so jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag. Das geht auch. Dieses Gerät hat so eine leichte Drift, das heißt die Uhrzeit verändert sich im Laufe der Zeit. Also deswegen, ich kontrolliere erst einmal, ob die Uhrzeit mit unserer atomgenauen Küchenuhr aufeinander passt. Und dann programmiere ich alle Steuereinheiten in eins durch und dann passen die Zeiten. Wenn der eine abschaltet und der andere anschaltet, dann geht das auch wirklich übergangslos und passt genau. Sonst gibt es Überschneidungen, wenn die Zeiten natürlich ein bisschen gedriftet sind, dann sprengen eine Zeit lang, für eine Minute oder so, ist das schon mal vorgekommen, mehrere Rasensprenger gleichzeitig. Es gibt jetzt eine sehr einfache Regel, 20-40-40. Man will 10 Liter pro Quadratmeter an einem Tag berechnen, 20% am Anfang und dann zweimal noch 40%. Und dazwischen sollte sinnvollerweise eine Stunde Pause sein. Also wenn ein Kreis gelaufen ist, eine Stunde Pause und dann sollte der nächste Kreis wieder laufen, damit das Wasser genug Zeit hat, in den Boden einzusickern, den Boden ein bisschen anzuweichen, damit das die nächste Beregnung und dann noch besser in den Boden einsickert, eindringt und damit das Wasser optimal genutzt wird. Wir wollen ja möglichst wenig Wasser verbrauchen, aber wir müssen halt beregnen. Jetzt ist es schon wieder 2 oder fast 3 Wochen nur sonnig, nur fantastisches Wetter und da vertrocknet hier alles. Es geht leider nicht anders. Bis zu einem gewissen Grad kann man Rasen auch vertrocknen lassen. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Man sollte immer warten, bis das Gras wirklich so an der Trockenheitsgrenze ist. Dann wird es so ein bisschen bläulich. Wenn man drauf tritt, dann stellt er sich nicht wieder auf, dann bleiben so die einzelnen Fußspuren sichtbar auf dem Rasen. Dann wird dringend Zeit zu beregnen. Ich habe relativ durchlässigen Boden, relativ sandigen, durchlässigen Boden und deswegen kann ich gar nicht so große Mengen auf einmal beregnen, weil das Wasser würde nur komplett durchlaufen und den Wurzeln nicht zur Verfügung stehen. Das hat meine Bodenanalyse ergeben, das fand ich sehr, sehr interessant, dass ich eben nicht 15 Liter pro Quadratmeter sprengen sollte, sondern nur 9. Normalerweise beim normalen Boden, der auch ein bisschen aufnahmefähiger ist als mein sandiger Boden, sind so 15 Liter pro Quadratmeter optimal. Möglichst einmal viel beregnen
und dann möglichst lange warten. Also nicht jeden Tag, das ist nicht sinnvoll, nicht gut. Dann fängt das Gras an, Wurzeln oben zu bilden und die Wurzeln nicht tief in den Boden reinwachsen zu lassen. Wir wollen ja lange tiefe Wurzeln haben, dass das Wasser auch möglichst aus den tiefen Regionen den Pflanzen zur Verfügung steht. Und deswegen ist viel beregnen, aber nicht so oft. Ja, bei meinem Boden zweimal die Woche. Beim normalen Boden reicht eigentlich einmal die Woche kräftig beregnen aus. Ja, also was ich, ach so, ja, eine Sache ist natürlich, wann beregnen wir dann? Wann ist es sinnvoll zu beregnen? Tatsächlich finde ich es ganz gut, in den Morgenstunden zu beregnen, wenn die Feuchtigkeit der Nacht auf dem Rasen liegt. Dann kann man diesen Tau, dieses Wasser auf dem Rasen nutzen, um mit der Beregnung das Wasser noch in den Boden zu bringen. Dann braucht man auch nicht Tauwedeln, weil durch die Beregnung das Wasser von den Gräsern abgespült wird. Also ich beregne gerne morgens oder nachts. Nachts habe ich den meisten Druck auf der Leitung. Ich fange im Sommer immer nachts um 12 an und beregne bis morgens um 6. 6 Stunden brauche ich, um alle Kreise ausreichend lange laufen zu lassen. 6 Stunden, das ist Wahnsinn. Und da habe ich halt den perfekten Druck. Und abends geht gar nicht. Erstens ist der Boden ausgetrocknet. Zweitens beregnen alle abends. Da ist überhaupt kein Druck bei uns auf der Leitung. Und deswegen finde ich es besser nachts oder eben in den Morgenstunden. Wenn die Menschheit anfängt zu duschen, dann ist auch der Wasserdusch wieder weg. Also morgens um 6, 7 wird es dann schon wieder kritisch. Dann habe ich schon nicht mehr genug Druck. Und das merkt man deutlich. Also nachts, da ballern die Rasensprenger. Das ist unglaublich. So, ja, also das mache ich jetzt. Ich programmiere hier diese ganzen Steuereinheiten. Und das, ja, das dauert jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu gucken wollt. Ich glaube nicht. So, liebe Rasenfreaks, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem ganz kurzen Video zum Thema Gartenbewässerung programmieren. Was ist da sinnvoll? Was sollte man da beachten? Was ist geschickt? 20-40-40, das ist eine ganz coole und wichtige Regel. Eine Stunde dazwischen warten, das ist sinnvoll. Und eben zu Zeiten beregnen, wenn möglichst viel Druck auf der Leitung drauf ist. Vorzugsweise nachts oder morgens. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.